Hallo Freunde der Spekulatur und willkommen zurück bei Space Station. Ich sag's jedes Mal ein bisschen anders. Der DF9, ich bin euer Doc. Wir haben hier ein paar Leichen schon rumliegen von Raiders. Und ja, so ein Kram halt. Jetzt sind wir natürlich dabei, Ressourcen zu bauen. Aber auch sind wir dabei, hier mal ein bisschen Stimmung auf die Basis zu bringen. Wie es mal so sagen darf. Ich muss jetzt mal eben gucken, was für Reaktorraum gibt uns Power. Life Support läuft, Raffinerie, Garten, Fitnessraum. Also ich glaube, der Fitnessraum, den kann ich noch relativ schnell herstellen. So, es sind Oxygen Space Bed 4-5. Setzen wir den mal so hier ran. Und hoffen einfach das Beste. Oh, ein Schiff kommt. Das können natürlich wieder irgendwelche bösen Menschen sein. Wer sich wundert, dass ich jetzt hier irgendwie auf den Boden rumklicke, das ist Flur. Den muss man leider so ein bisschen von Hand lang gehen. Der ist nämlich noch unter den eigentlichen Wänden. Der kann aber auch halt abgerissen werden. Und bringt auch ein wenig Ressourcen. Jetzt haben wir hier oben ein Problem, glaube ich, oder? Wird das noch abgerissen? Was auch immer er da sieht. Ich weiß es nicht. Abreißen kostet einfach so viel Zeit. Ah, er macht's doch da oben noch. Aber mich hat jetzt einfach das Schiff gestört, was an meiner Station dran gedockt war. Und ich hatte vorhin auch schon mit dem Beacon verteidigen können, vernünftig. So, jetzt müssen sie alle einmal rein. Weil jetzt gehen die erstmal essen, trinken, schlafen. Ach, der kann doch nichts. Dann können wir den auch als Bartender einsetzen. Dann kann er wenigstens ein bisschen was machen. So, ein Schiff wurde wieder entdeckt. Das kommt nachher mal. Beste ist, wenn ich jetzt hier die Wand einreißen würde, dann werden die von dem Vakuum rausgesaugt. Fat chance, you sounds like killbots. So, mal gucken. Hoffentlich sind es mehr als einer. Ah, schade, ist nur einer. Kann er denn wenigstens irgendwas? Er kann Minenarbeit ganz gut. Aber wir brauchen eigentlich noch mehr Techniker. Na, machen wir am besten ihn wieder zum Techniker, weil er es auch richtig gut kann. Komm an Bord, hässlicher Kupu-Upu. Es ist ein Froschmensch. Er mag mich. Ach, er ist so hässlich. Okay. Es geht einfach nur ums Essen. Das Replikatorenfutter macht die einfach unglücklich.
Na, ich versuche mal nicht, also was wir schon machen können, ist natürlich, dass die Tür hier oben einzubauen. Was wir aber nicht machen sollten, ist da unten die Wand wegmachen. Jetzt können wir die hier wegmachen. So, machen wir hier aus einen Fitnessraum. Habe ich übrigens auch noch nicht gebaut. Oh, schön. Wofür ist denn der Emergency-Alarm? Gut. Man weiß es nicht. Vor allem, er macht Working Out im Raum. Ah! Natürlich, in dem Raum habe ich natürlich keinen Feuerlöscher. Was gerade echt scheiße ist. Ja, tretet den ganzen... Tritt das Feuer aus. Ist ja nicht so, dass das euch schaden kann. Ja, es gilt immer für den Raum. Der Feuerlöscher. Ah, endlich können sie trainieren. Es gibt echt hässliche Aliens. Was ist das? Das ist ein Hühnerkopf. Ah, das Feuer ist gelöscht. Gut. Ob wir immer noch nicht so weit sind, dass der Bartender hier irgendwas macht, was vernünftig ist. Und das hier ist auch noch nicht fertig gebaut. Er ist verletzt hier oben. So, jetzt können wir mal gucken. Und zwar werden wir jetzt mal wegen dem Replikatorenfutter gucken. Wobei ich mich ganz düster erinnern kann, das hat auch relativ viel Platz gebraucht. Und wir brauchen jemanden, der dann das Futter bearbeitet. Also beziehungsweise anpflanzt und hegt und pflegt und sich darum kümmert. Dass alles schön wird. Eigentlich sind die Fernseher da fertig. Dann fehlt uns nur noch der Reaktor, dann haben wir eigentlich alle Zonen einmal gebaut. Ach, das ist schon wieder Raiders. Ihr müsst leider alle eure Arbeit gerade aufgeben. Ja, und wir müssen mal eben den Beacon setzen. Genau, wenn das losgeht, dann können sie sich ja direkt alle kaputt schießen. Ah, sehr schön. Durch irgendwelche Bug-Geschichten, es ist halt eine Alpha, habe ich keinen Schaden genommen. Yippie!
Ja, ich weiß, ich habe keine Minenarbeiter. Dann nehmen wir ihn als Minenarbeiter, lassen wir zwei Bauarbeiter drin. Jetzt haben wir sogar jemand, der in der Bar rumlungert. Jetzt haben wir sogar... Ah nee, die trinken an der Bar einfach nur. Ja, Hauptsache sie sind angepisst. Und ich hab und langsam verschwinden die Leichen. Also nach einer Zeit hauen sie doch ab. Weil, wie wir sehen, gibt's hier unten keine Leiche mehr. Und ich glaube, ich habe hier auch noch keinen Feuerlöscher reingebaut. In unsere schöne Kneipe. Jedenfalls sehe ich keinen da drin. So, dann brauchen wir hier auch noch einen Feuerlöscher. Und Konstruktion, Objekte. Nicht Reaktor, da, Garten. Hydrokultur. Tja, ein Stück zu kurz. Macht nichts. Also 6 Hydrokulturen ist, glaube ich, schon einiges. Aha. Okay, die hatten irgendein Virus an Bord. Was auch immer. Wahrscheinlich bringt er den Virus mit. Was kannst du denn Schönes? Ach, du bist sogar ein Botaniker, das ist doch super. Dann kannst du dich um die nächsten Pflanzen kümmern. Sobald der Raum fertig ist. Da sind manche Leute hier ziemlich angepisst schon. Unglaublich, dass wir sogar irgendwo einen Minenarbeiter haben. Der macht zwar gerade nicht viel, aber er existiert. Er arbeitet irgendwo. Ach, da kommt er gerade zurück. Neutral. Ah, Alarm. Und das Beste ist, das Ding ist da oben auch noch nicht fertig gebaut wieder. So, die Techniker sind perfekt vorbereitet. Wo bleiben die Meteore? Da kommen sie. Und? Kriegen wir den Feuerlöscher gerade noch hin? Ah. Sehr gut. Dann können wir den Feuerlöscher einsetzen, um das zu löschen. Nein, er ist gestorben! Er ist verbrannt! Uah, verflucht! Da war unser zweiter Bauarbeiter. Dabei haben wir hier doch überall Feuerlöscher. Du bist zwar angepisst. Ja, der Botaniker kümmert sich ein bisschen um die Pflanzen. Und jetzt wachsen die nämlich auch schon hier. Und ich hoffe, in dem Schiff sind wirklich mal wieder ein paar Unterstützer für die Station.
Vor allem Rescue the Survivor on Board. Ey, die sind so lustig, ey. Wenn ich das Security rüberschicke, da werden die einfach nur weggepfeffert. Vor allem kann ich die, die ankommen und sagen, ey, wir sind keine Piraten, wir wollen nur Ressourcen tauschen. Mein Gott, die können 5 Sterne haben als Techniker und sowas. Das ist echt krass. Ah, noch ein Blutfleck. Erinnert daran, dass hier mal jemand war. Shyla Skill ist jetzt auch auf 5. Hammer. Ich habe die besten Techniker der Welt. Und wenn ich auch mal wieder einen vernünftigen Bauarbeiter hätte, der auch mal arbeitet, anstatt zu schlafen, könnte man sogar oh, jetzt sag nicht, dass es schon wieder. Na, oh, gut. Du bist zwar kacke in allem. Vom Text her hätte ich gedacht, das ist jetzt auch wieder ein Raider. Aber in Wirklichkeit ist es nur ein Idiot. Ah, schön, jetzt werden die Sachen hier aufgebaut. Endlich mal. Genau, unterhaltet euch noch ein bisschen. Hat der jetzt hier von der Pflanze gefressen? Na, wir werden jetzt noch den Reaktorraum bauen. Den setzen wir mal am besten hier unten hin. Die Sache ist natürlich, ein Reaktor ist riesig. Sieht nämlich hier so schön aus. Vor allem, ich weiß gar nicht, wofür der gut ist. Er ist einfach groß. So, schaffen wir es noch in der Zeit? Ansonsten müssen wir den Reaktor nächstes Mal einweihen. Wieder ein neues Schiff kommt. Schon wieder so ein Froschmensch. Und der heißt Jolie Steiner. Was kann Jolie Steiner? Nix. Security kann der gut. In allem anderen ist er leider auch schlecht. Ah. Da wurde Essen in den Kühlschrank gemacht. Und es ist Ikipot 5 drin. Und jetzt sind Metacorn 5 drin. Und damit können die dann Essen kochen. Schöne Geschichte. Ah, oh, wir schaffen es sogar noch in der Folge. Und der Fusionsreaktor passt gerade so dahin. Provides no power, what's over? Purely decorative. Also er hat noch keine Funktion, aber ich habe ihn gebaut.
Oh, mein Botaniker wird auch schon besser. Wir brauchen mehr Techniker. Dann nehmen wir den... den noch zum Techniker dazu. Schön. Ja, sind aber am Ende unserer Zeit wieder. Und werden dann nämlich beim nächsten Mal weitermachen mit Let's Play Space Station DF9, wo wir die Station ein bisschen ausbauen und hoffentlich nochmal ein paar Leute kriegen in die Station, weil langsam sollte es den Leuten besser gehen, denn wir haben inzwischen wirklich alle Annehmlichkeiten, wir haben Futter für jeden, wir haben, ja, jemand, der in der Bar hantiert, wir haben einen, der sich um die Nahrungsmittel kümmert, wir haben einen Haufen Leute, die überhaupt nichts können auf der Station und gucken dann mal beim nächsten Mal weiter. Bis dann, euer Doc, ciao!